Hallihallo, wir sind wieder bei UFO. Es ist noch nicht viel passiert, außer dass wir hier gerade diesen Terroreinsatz verpasst haben, was mich ein bisschen ärgert. Dadurch sind wir auf minus 1000 Punkte runter. Aber die Plasmagewehr-Ladestreifen sind fertig erforscht. Da machen wir hier gleich mal die Plasmapistole. Und der Hyperwellendecoder ist fertig. Sehr schön. Dann könnt ihr gleich mal sehen, was für Informationen man dadurch erhält. Genau, hier. Da sieht man zusätzlich noch, was für ein Schiff. Kleiner Aufklärer, Volk Schlangenmensch, Mission außerirdischer Stützpunkt und Zona nördliches Afrika außerirdischer Stützpunkt. Das ist sehr interessant. Wir werden den mal verfolgen hier. Nördliches Afrika, vielleicht ist hier ein Stützpunkt. Mal sehen, wo der hinfliegt. Wir verfolgen den einfach mal. Wo geht der hin, der Sack? Na, wo willst du hin? Der scheint sich nicht so richtig entscheiden zu können. Der fliegt und fliegt und fliegt. Aha. Da, wie es aussieht. Okay. Dann gucken wir hier gleich nochmal mit dem Vierer, ob da irgendein Stützpunkt ist. Außerirdischer Stützpunkt, kleiner Aufklärer. Das scheint der von eben zu sein. Ach ja, der Hyperwellendecoder hat übrigens auch eine höhere Reichweite als die großen und kleinen Radarsysteme. So, den holen wir jetzt runter. UFO entkommt, das ist nicht gut. Jetzt macht den platt da. So, jetzt gucken wir hier unten nochmal, ob da ein Stützpunkt ist. Bisher sieht es nicht so aus. Es taucht nichts auf. Sehr merkwürdig. Außerirdischer Terror. Mal schnappen, bitte. Und das Ding ist abgestürzt. Ja. Ich überspringe den mal. Außerirdischen Entführung. Abfangjäger 3. Schnappen, bitte. Gucken. Vielleicht sieht der hier irgendwas. Sieht nicht so aus. Aber was wir mal gucken können, ist, dass wir den Vierer hier nochmal hinschicken. Jetzt sind ja ein paar Tage vergangen. Vielleicht ist da jetzt ein Stützpunkt. Vielleicht haben sie den gerade erst im Aufbau befindlich gehabt, vorhin. Dass der jetzt gleich erscheint, vielleicht. Sieht aber auch nicht so aus. Hier oben. Es ist komisch, echt. Der schon wieder. Runterholen, bitte. Och Mensch, was ist das denn? Patrouillier mal hier. Es passiert einfach nichts. Was sagen denn unsere Diagramme?
insgesamt geht nach oben und ich wette in Südamerika, weil da ja der Terrorangriff war. Richtig. Ne, wir können trotzdem hier nochmal scouten fahren. Nein, patrouillieren. Hammer. Wenn ich hier immer verklicken würde. Forschung abgeschlossen. Die Plasma-Pistole. Dann noch die Plasma-Ladestreifen. Gut. Die sind auch fertig. Gut, dann haben wir den Plasma-Kram fertig. Dann noch die Plasma-Abwehr. Das ist dann eine Basisabwehr. Ein außerirdischer Stützpunkt wieder in Nordafrika. Den werden wir mal verfolgen. So, und zwar mit ihm hier. Wo der hinfliegt. Bestimmt wieder da unten. Naja, flieg mal hinterher. Irgendwas geht hier ab in Afrika. Aber entdeckt haben wir noch nichts. Der fliegt da Zickzackkurs. Da ist er gelandet. Interessant. Wir schicken da mal den Sky Ranger hin. Ist egal. Der kann jetzt hier mal patrouillieren kurz. Außerirdischer Stützpunkt, da ist er doch wieder. Gut, der tankt auf, macht aber nichts. Wir patrouillieren da jetzt einfach mal. Wenn's recht ist. Kannst du denn dir schnappen? Ja, kannst du. Und weg ist er. Klein. Aufklärer. Okay, meistens sind das dann die Großen. Ach komm, den spielen wir. So, damit hier auch mal wieder was passiert. Es ist dunkel, also bitte die Flares nicht vergessen. So. Map ist hier zu Ende. Ich werfe erstmal eine Flare hier vors Schiff. Okay, wir sind hier genau in der Ecke. Steffi geht mal raus. Oh Mann, wie ich die Mission im Dunkeln hasse. Okay, hier sieht's clean aus. So. Dann mal die 24 hier hinterher. Noch schießt keiner auf uns, das ist gut. Jetzt aber. Wo war das? Ihr Penner. 46, geh mal raus und schmeiß mal eine Flare da hinten hin. Bitte. Auch dieses blöde Schiff immer. Da kann man auch immer nicht werfen. Sieht Steffi hier irgendwas? Nicht wirklich. Stecken uns mal. Gut, der hat nur den Baum angeschossen, der Sack. Wo ist der denn? Ich sehe den aber auch nicht. Er sieht ihn. Da!
keine Visierlinie. Sieht noch ein. Das ist der gleiche. Okay. Gut, das war ein Headshot. Allerdings nicht gefruchtet. Gucken, ob Leonidas das besser kann. Ich hoffe doch mal. Och, der lebt immer noch. Das gibt's doch nicht. Mensch, Jungs, ihr müsst den noch mal killen, diesen Sack. Ich mach mal weiter. Der hat Gott sei Dank nichts gemacht. Und da ist er. Obwohl, wir lassen noch mal den Rookie probieren. Ach, komm schon. Schießen tun. Das gibt's doch nicht, ey. Ernsthaft. Der hat schon zwei Leute gekillt von uns. Und wir treffen ihn einfach nicht. Wenn wir ihn treffen, stirbt er nicht. Danke. Du Penner, du. Oh, Mann. Steffi versteckt sich hier erstmal. Ah, das ärgert mich schon wieder. Zwei Rookies hier verloren bei dieser blöden Mission. Noch ein Rookie mal raus, bitte. Leonidas schleicht hier mal durch die Gegend. Hier ist eine Tür offen. Steffi sieht ein. Bitte töten. Ah. Auf Steffi kann man sich verlassen. So lob ich mir das. So. Rück mal ein Stück vor. Gut, dann guckt er mal hier rein. Sieht aber bis jetzt nicht viel. So. Die 25 rückt auch mal vor. Ins Haus bitte. So. Okay. Nochmal hinter den Baum. Und die beiden gehen hier durchs Haus. So. Gut, dann. Der hat ja kaum Zeiteinheiten hier, das ist doch Mist. Komm mal weg, den Kram hier. Kann der in der nächsten Runde auch mal mit raus. So, Leonidas traut sich mal todesmutig hier vor. Und hier ist die Map zu Ende, toll. Ah, hier ist das Schiff, okay. Steffi, guck mal durchs Fenster. Aber nix. Dann bleiben wir erstmal hier. Und er kommt jetzt mit. Okay, viele werden es, denke ich, nicht mehr sein. Guck mal raus. Werfen wir erstmal eine Flare. Gut. Leonidas schießt hier mal in die Hecke. Gut. Sieht aber nichts. Bleiben wir erstmal da. Dann kommt er hier. Werf mal deine Flare hier hin, bitte. Gut. Wir hören wieder Geräusche aus dem Schiff. Aber weitermachen tun wir in der nächsten Folge. Ich mach Schluss. Haut rein.